Hallo und herzlich willkommen zum FCS-Magazin. Heute unser Gast Peter Frappan, unser Spieler beim 1. FC Saarbrücken. Bevor wir näher auf dich eingehen, wollen wir natürlich wieder auf die aktuelle Situation eingehen. Jetzt am Wochenende war spielfrei. Kommt man da aus dem Rhythmus oder kommt das mal ganz gelegen? Ja, die letzte zwei Wochen war ein bisschen ruhiger, aber trotzdem, wir haben Pokal gespielt. Dann am Wochenende haben wir gegen Kaiserslautern gespielt. So, ich denke, wir haben den Rhythmus in dieser Spielpraxis. Aber trotzdem haben wir zwei ruhige Tage. Wochenende war frei, so wir können dann unseren Kopf ausschalten und ein bisschen mehr regenerieren. Und jetzt sind wir in normaler Vorbereitungswoche für Samstag gegen Trier. So. Ich denke, alles in Ordnung. Was heißt normal? Jetzt stehen ja ganz spezielle Spiele an in der Liga. Es ist ja noch nicht alles verloren. DFB-Pokal wollte ich schon sagen. Wir sind ja erst noch im Saarland-Pokal, steht auch noch an. Ist es wirklich normal oder ist der Fokus schon stärker auf die Spiele gerichtet als zuvor? Wir bereiten sich immer für jedes Spiel. So, wir wissen, dass in die kommenden 14 Tage haben wir schwere Gegner und schwere Spiele vor uns, aber jetzt Punkt Nummer 1 ist am Wochenende, Samstag gegen Trier und dann schauen wir weiter. Was erwartest du von dem Spiel am Samstag? Kampf, Derby-Spiel, ich freue mich, so, ja, guck mal. Saarbrücken gegen Trier bedeutet immer, auch ja, die Fans werden da immer mitgenannt. Ist sowas in den Köpfen der Spieler drin, dass es da auch zu Ausschreitungen kommen kann oder könnt ihr euch da voll auf das Spiel fokussieren? Ja, ich denke, die Spieler, die haben in Trier schon gespielt, dass die wissen, was für eine Atmosphäre erwartet uns dort. Und mich persönlich freut es immer, wenn wir eine gute Kulisse haben. Und ja, gegen Trier ist immer was Spezielles. Aber ich denke, wenn du die Unterstützung auf die Tribüne hast von den Fans, dann ist das immer Vorteil für die Spieler. So, ich nehme das persönlich auch als Vorteil für uns. Wie kann man gegen Trier gewinnen? Ganz einfach. Wenn wir unsere Leistung bringen auf den Platz, dann müssen wir 100% gewinnen. Gleich gehen wir noch weiter auf dich ein. Peter Frappan ist heute unser Gast beim FCS-Magazin. Dranbleiben, bis gleich. Willkommen zurück zum FCS-Magazin. Peter Frappan ist heute unser Gast. Wir haben eben schon auf das Spiel gegen Trier am Wochenende sind wir näher drauf eingegangen. Jetzt wollen wir mal näher auf dich eingehen. Du trägst das Wappen des 1. FC Saarbrücken, aber nicht dein Leben lang. Wie bist du denn zum 1. FC Saarbrücken überhaupt gekommen? Ich bin zum Saarbrücken in 2014 gekommen und vorher meine Fußballkarriere war ein bisschen, wie sagt man das, mehrere Stationen habe ich absolviert. Ich bin von Slowakei geboren, so bin ausgebildet in einem slowakischen Verein in Bratislava. Dort habe ich bis meine 19 Jahre gespielt und dann habe ich mich nach Ausland gewechselt, oder bin ich nach Ausland gewechselt, Österreich. Und in Österreich bin ich bis 23 oder 24 war das, bin ich geblieben. Es war Regionalliga, erst ein Regionalliga-Verein und dann bin ich zu Mattersburg gewechselt. Dort habe ich auch Bundesliga gespielt in Österreich und das war sehr schöne, geile zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre in die Bundesliga. Und dann bin ich ein bisschen mehr nach Ausland weg von Slowakei. Das heißt, bin ich nach Aserbaidschan gewechselt, zum Inter Baku. Habe ich wieder eine Saison gespielt. Nach dieser Saison bin ich kurz wieder nach Slowakei gekommen. 6 Monate war das nur beim Erstligist Dukla Banská Bystrica. Und dann bin ich wieder weiter weg von Slowakei gewechselt, das heißt Malaysia, FC Selangor. Da war es warm, nehme ich mal an. Nochmal? Da war es warm oder sehr, sehr warm. Ja, das war sehr geil, das war typisch asiatisches Wetter. Und aber gar nicht so leicht für einen Fußballspieler ein Fußballspiel zu absolvieren, weil bei 30 Grad ist es wirklich schwer, einen Fußball zu spielen. Aber trotzdem war das eine sehr gute Erfahrung für mich. Und dann bin ich wieder in Slowakei gekommen und war ich schon 28 Jahre alt und habe ich ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt in den kommenden paar Jahren mit meiner Karriere.
Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich will irgendwo näher zu meiner Heimat, zu meiner Familie bleiben. Und dann zufällig ist dieses Angebot von Saarbrücken gekommen. Ein guter Freund von mir hat mich angerufen und dann hat er mir das klar gemacht. Das war 2014 und die letzten 2,5 Jahre, fast 3 Jahre bin ich hier in Saarbrücken. Das ist schon eine lange Zeit. Ich habe im Vorfeld gehört, du bist einer der Leitwölfe im Team. Da gehen wir dann gleich näher drauf ein im nächsten Teil vom FCS-Magazin. Peter Strapan heute unser Gast. Willkommen zurück zum FCS-Magazin. Peter Strapan ist heute unser Gast. Du hast eben schon erzählt, wo du alles schon gespielt hast. In Malaysia, Österreich, in der Bundesliga. Das ist schon ein langer Weg. Wie unterschiedlich ist denn die Bundesliga bzw. in Deutschland zu spielen oder auch dieser Stellenwert Bundesliga in den anderen Nationen? Ja, was habe ich in den letzten 2,5 Jahren gesehen? Das Niveau in Deutschland ist sehr, sehr hoch. Das muss ich sagen. Und auch in der Regionalliga gibt es viele, viele Vereine, die haben Niveau, sag mal, in Österreich, die kann meiner Meinung nach locker zweite Liga spielen. Aber das ist verständlich, das gibt es immer viele, viele Vereine, sag mal, von Regionalliga können irgendwo im Ausland andere Liga spielen. Aber von meiner Sicht grundsätzlich in Deutschland, die arbeiten sehr, sehr professionell und ich habe nur Erfahrung leider mit der Regionalliga, aber trotzdem, was habe ich gesehen, das ist top, top Niveau. Gut, leider heißt ja nicht, dass es so bleiben soll. Es soll ja weiter nach oben gehen. Ich habe es eben im vorherigen Teil schon angesprochen. Ein Leitwolf, so wird immer wieder genannt. Eine Führungsperson in der Mannschaft, stimmt das? Ja, ich hoffe, das stimmt. Aber das müssen vielleicht andere Spieler antworten. Aber was will ich, was probiere ich immer, meine Leistungen zu bringen und dann die andere Spieler zu motivieren. So, das denke ich ist die Rolle von die mehr erfahrenen Spieler. So, das versuche ich immer, auch in der Kabine oder auf dem Platz. Es stehen ja wichtige Spiele an, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Kannst du diese Erfahrung aus den verschiedenen Ländern und die verschiedenen Kulturen, die du ja schon bereist hast, auch im Fußballerischen mit einbringen jetzt in diese Zeit, wo es nochmal um alles geht? Ja, ich glaube schon, das ist Erfahrung kann man nicht lernen so, oder trainieren. Deswegen, ich probiere immer zu den jungen Spielern ein bisschen zu helfen. Wenn ich sehe, dass ja, jetzt ist die Zeit, wo muss man ihnen helfen, dann ich probiere das. So, ja. Es ist so, dass die jungen Spieler erst einmal sich beweisen wollen in der Mannschaft oder sehen sich in einer untergeordneten Rolle und wie kann man sowas angehen als Kapitän auf der anderen Seite oder du als Führungsspieler? Ja, was habe ich auch letztes Mal gesagt, weiß ich nicht, wo war das, aber hat sich viel geändert mit Fußball. Wenn ich jung war zum Beispiel, dann war diese Hierarchie, sag mal, Mannschaft war ein bisschen anders, ganz anderer Respekt von die alten Spieler, aber das will ich nicht jetzt sagen als negativ, aber was will ich sagen, hat viel geändert. So, heutzutage die jungen Spieler, die haben sehr, sehr viel selbstbewusst und auf die eine Seite ist das gut, aber auf die andere Seite, die müssen erst seine Leistungen bringen. So, die Harmonie muss man immer finden zwischen die Selbstbewusst, Selbstvertrauen und ein bisschen Respekt. Und ja, das ist auch die Arbeit vom ganzen Trainerteam und auch von den erfahrenen Spielern, die Jungs zu korrigieren. Sag mal, jetzt übertreib mal nicht und ja, bleib ein bisschen locker. Aber trotzdem, hab dein Selbstbewusst, trau dich, die Dinge zu machen. So, das ist diese Arbeit für uns als erfahrene Spieler, die Jungs zu helfen, auf dem Platz, in die Kabine oder neben dem Platz. Da sprechen wir gleich weiter drüber im nächsten Teil vom FCS-Magazin. Peter Strapan heute unser Gast. Willkommen zurück zum vierten und letzten Teil unseres FCS-Magazins. Peter Strapan ist heute unser Gast und wir haben schon über dich gesprochen und über deine Position innerhalb der Mannschaft. Ist es auch mal so, dass du zum Trainer gehst und sagst, das könnte man besser machen oder das stelle ich mir anders vor oder passiert sowas nicht? Besser machen, das weiß ich nicht. Nein. Ja, wir reden mit dem Trainer. So. Ich denke, das ist normal, wenn jeder Mensch hat andere Meinung. So. Wenn ich was ein bisschen anders sehe, dann
probiere das mit dem Trainer zu versprechen. So, ja, das gibt es in unserer Mannschaft. Im letzten Teil fragen wir immer die Spieler nach unseren Alternativfragen sozusagen. Letzte Woche Sascha Wenninger hat immer ganz, ganz witzig geantwortet. Wir fangen einfach mal an. Also ich stelle dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine und einfach kurz erklären, warum. Bleiben wir mal ganz beim Fußballerischen. Eine ganz spezielle Frage, da haben deine Kollegen ganz unterschiedlich geantwortet. Messi oder Ronaldo? Messi. Warum? Der ist von anderer Welt, denke ich. Einfach Topspieler mit Talent und ja, Nummer 1 für mich. Schwenker oder Tofu? Das weiß ich nicht. Das kenne ich nicht. Noch keinen Schwenker gegessen? Nein, weiß ich nicht, was ich will. Also ein typisch saarländisches Gericht. Im Saarland hier schon mal gegrillt? Nein. Nein. Noch nie. Also beim nächsten Mal, wenn Altstadtfest ist, einfach mal an einen Stand gehen und nach einem Schwenker fragen. Einfach mal probieren. Tofu ist übrigens vegetarisch. Ach so, Tofu kenne ich. Ja, dann Fleisch auf jeden Fall. Nur mein Fleisch. Okay, das haben deine Kollegen bisher auch immer so unterschrieben. Bist du eher der Disziplin-Typ oder ja, eher so der Chaos-Typ? Disziplin. Immer. Bei mir gibt es, ich habe meine Routine auch vor dem Spiel, vor dem Training. Bei mir auch zu Hause, der ganze Leben. Ich muss Disziplin haben. Fitnessstudio oder Wald? Fitness. Fitnessstudio. Bin ich oft da. Nicht so der Laufen-Gehen-Typ? Ja, auch, aber nicht freiwillig gerne alleine zu laufen. Für mich ist einfach langweilig so. Deswegen lieber Fitnessstudio. Machst du viel nebenher? Ja, muss ich. Weil in meinem Alter muss ich mehr in meine Regeneration zu investieren als die 18-Jährigen. Aber es ist nicht so, dass ihr euch dann mal verabredet in der Mannschaft mit 3, 4 Kollegen und sagt, okay, heute gehen wir mal 50 Minuten in den Wald laufen, sowas passiert nicht? Nein, das nicht. Was machst du speziell im Fitnessstudio? Wie versuchst du, dich fit zu halten dort? Viel Stabi, viel Stretching, Schwimmen, oft Schwimmen. So. Wie habe ich gesagt, ich habe meine Routine und die muss ich vor jedem Spiel oder nach jedem Training absolvieren. Bayern München oder Borussia Dortmund? Bayern München. Warum? Tradition, große Verein. Für mich Bayern München. Was war dein Lieblingsverein als Kind? AC Mailand. Wieso das? Weil Maldini hat toll gespielt und das war mein Lieblingsspiel. Und ganz zum Schluss noch die Frage, 1. FC Saarbrücken in der nächsten Saison, 3. Liga? Ja, ich hoffe, werde Zeit schon in der 3. Liga zu sein. Was muss dazu jetzt alles passieren innerhalb der Mannschaft, um das Ziel zu erreichen? Einfach alles zu investieren. Alles, was kann man, das muss man investieren. Und dafür tun, das in die 3. Liga zu kommen. Dann drücken wir euch ganz fest die Daumen, vor allem am Spiel, im Spiel jetzt am Samstag gegen Trier. Wir schauen mal, was dabei rumkommt und drücken euch, wie gesagt, ganz fest die Daumen. Das war's dann schon wieder beim FTS-Magazin. Peter Strapan heute unser Gast und dann hoffentlich beim nächsten Mal nächste Woche wieder einschalten beim FTS-Magazin. Vielen Dank.